Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Karbin. Diesmal am Brückenbau, nicht am Rumreisen. Ich sag mal so, Kelvin steckt noch irgendwie fest. Ellie ist verschwunden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe eine Hand aus seinem Mund gesehen, als ich hier angekommen bin. Ich glaube, der hat die gefressen. Die wird auch nie angezeigt, wa? Also, die ist verschwunden. Kelvin! Ich habe immer gesagt, der ist immer ein bisschen komisch, ist der. Ich glaube, der hat die schnabuliert. Volle Möhre. Mit allem, was er anhatte. Halt, andere macht keinen Sinn gerade in meinem Kopf. Gut. Also. Das Ding ist, ich muss jetzt erstmal mein ganzes Holz selbst hier rüber transportieren. Deswegen mache ich hier erstmal den Weg fertig, dass ich den Hannes irgendwie da rauskriege. Sag mal, wenn ich ihn das an den Kopf schmeiße, dann geht er doch ein Stück zurück, ne? Schwimmt er denn Stücke weiter? Also, wie gesagt, das ist ein Experiment, ist das da. Also, ich muss doch alle tun, um den Nabla rauszukriegen. Für die Wissenschaft! Irgendwann wird er schon aufgeben. Für die Wissenschaft. Das Endresultat habe ich mir anders vorgestellt. Für die Wissenschaft. Ich merke schon, du bist ein Holzkopf. Naja, gut. Er ist doch härter, als ich gedacht habe. Gut, warten Sie mal. Ich muss den irgendwie da rauskriegen. Der bringt mir doch nichts. Hat er schon vorher nicht. Ein Joke. Ich lasse ihn jetzt das Holz auf den Kopf fallen. Quasi Hebelwirkung. Hat nicht funktioniert. Er hält nichts von Hebelwirkung. Also ich kann das schon mal nicht so... Wie weit geht denn das darin? Ach, das ist alles hier nicht so. Doch, das würde so gehen. Das würde mir im Weg stehen. Das würde so gehen. Dann würde ich das da rüber bauen und dann würde ich da weiter bauen. Und ehe wir uns da sehen, habe ich dich da wieder raus. Warte mal, Freundchen. Halte durch, Kelvin! Dein Retter naht. Ich meinte es nah. Na, 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 na. Ellie kann ja soffen sein, ne? Also, dann würde die ja automatisch irgendwann mal auftauchen, ne? Das heißt, die haben das geändert. Aber die war letztes Mal knöcheltief aus dem Wasser. Und hey, Kelvin hat es auch überlebt. Also, hallo? Da würde ich mal sagen, wenn das so sein sollte, dann hat es nie anders verdient. Auch wenn ich mir jetzt dafür schäme, das gesagt zu haben, aber Kelvin hat es auch überlebt. Oder ist sie hier oben irgendwo drauf? Nee, dann würde sie angezeigt werden. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die andere Möglichkeit ist immer noch, dass er sie gegessen hat. Alles andere... Ah, gibt. Autsch. Gerade in meinen Kopf keinen Sinn. Wissen Sie? Das ist das Ding. Das Problem. Und ich kann mir viel vorstellen. Was habe ich gerade gesagt? Denn... Versuchen wir ihn da rauszukriegen. Ich frage mich, ob das was bringt. Und ich bin, wie gesagt, das ist alle zu weit weg. Die ist nirgendwo zu sehen. Der muss die Uffi essen haben. War bestimmt seine einzige Lösung. Er hat erst gedacht, hier so, naja, die hat drei Beine, drei Arme, dann machen wir aus ihnen einen vernünftigen Menschwiller.
Und dann hat er mitgekriegt, dass die Jani so schlecht schmecken tut. Und dann hat er sie komplett inhaliert. Tit wird jetzt Sinn. Sherlock Holmes hat den Mordhem herausgefunden. Das Ding. Der Grausamkeit. So. Gut, Kelvin. Jetzt versuchen wir dich mal da irgendwie da rauszukriegen. Wie ihr sagt, ich kann das ja immer noch weiter verarbeiten. Bis auf den Ehenstamm. Den kann ich nicht, weil ich den kleinen geknüppelt habe. Kann alles wieder verwertet werden. Und die Brücke kann ich ja bloß hier in der Mitte und am Rand hier weiterbauen. Dazu brauche ich ja erstmal wieder den Winter. Der Winter ist coming. Ich meinte, wird irgendwann mal kommen, so. Ich habe Ellie gefunden. Sag mal, seid ihr alle beide doof? Seid ihr alle beide ein bisschen plemplem? Also sie ist ja doch die angezeigt worden ist. Mensch Mädel, was stimmt mit dir nicht? Ich hab gedacht, der hat dich inhaliert. Ja, guck mich nicht so an. Lauf rum oder schwimm durch Wasser. Mach blub, blub und schwimm weg, Mann. Ach Mann, ey, da bist du eh mal hier weg. Und die machen, ich weiß nicht, was die machen. Ja doch, ich weiß es doch, nichts machen die. Er steht im Wasser, sie steht im Wasser. Noch nicht mal zusammen. Ich frage mich, wie die hier rübergekommen ist, weil die muss ja von da drüben und dann... Das ist hier ein Trauerspiel. Und ich bin nicht dran schuld. Naja, ist nicht. Ist schon lustig. Zu sehen, dass sie mit die leichteste... Ja, das ist ja noch ein Holz. Nicht klarkommen, lagemäßig, genau. Du. Hallo, Kelvin! Du Quero. Land. Entweder helfe ich dir jetzt oder ich baue dich komplett ein. Bin mir da noch nicht so sicher. Wahrscheinlich das Letzte. Ha, siehst du, ich komm raus. Da ist er. Er steht auf dem Wasser. Los, komm her. Komm. Achso, du brauchst den ganzen Weg. Er hebt sich nicht mit halbe Sachen ab. Dann muss ich bloß noch die da drüben rauskriegen. Ich bin bloß beschäftigt, die an Leben zu halten. Das wird noch 5 Winter dauern, bis ich die Hütte hier fertig kriege, wenn es so weitergeht. Nee, Ellie ist draußen. Sie hat es doch geschafft. Sie scheint doch ein bisschen cleverer zu sein als Kelvin. Oder sie will jetzt bloß annehmen. Seh, ich hab's alleine geschafft. Ich brauch deine Hilfe nicht. Besser als ein Mensch. Kelvin, der hat bloß 2 Hände und 2 Beine. Du bist ihm ein Vorteil. Also, du hast einen Vorteil. So. Aber dass der das da nie hochschafft. Ich kann doch hier nicht alles betonieren. Das geht so nicht, Kelvin. Du musst schon ein bisschen versuchen, hier so zu Rande kommen. Du bist ein erwachsener Mensch. Guck, ich halte den Zettel in der Luft. Wahrscheinlich kann er deswegen nicht lesen. Wahrscheinlich liegt das an mir. Nee, das ist bloß das Sonnenlicht. Ich wollte gerade sagen, was schimmert denn da hinten? Ellie, können wir mal kurz die Plätze tauschen? Ich kann nicht mehr. Der steht... Ich hab den da was gebaut und der kommt da nicht raus. Das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Tja, Leute, ich hätte gerne eine Hütte weitergebaut, aber ich muss mich erstmal hier um Kelvin kümmern. Der ist lebensmäßig nicht in der Lage. Kann er nicht. Wie ist er nicht wie? Wenn ich ihn sage, wie ist das Leben so, denkt er, das ist was zum Essen. Leben, lecker. Ha,
habe Hunger. Kelvin, ich wollte gerade sagen, ich kann das beim besten Willen nie erbauen. Aber doch. Geht ja wohl. Nix gesagt. Hallo, du sollst aufhören zu schwimmen. Du sollst das Zeug in die Hand nehmen. So, dann sollst du das da und dann sollst du... Hallo? Du sollst Dinge machen. Achso, das geht ja nicht, weil das hier noch dran ist. Ja, ja, ja. So, jetzt geht das. Also sollte das gehen. Kuckuck! Ich bin's, der Kelvin. Steck hier immer noch fest. Ja, doch. Ich versuche doch mein Bestes. Kelvin. Siehst du? Es ist schwierig, Kelvin. Dich zufriedenzustellen, das ist einfach bloß kompliziert. Ist dir jetzt hier nehmen? Kannst du? Willst du? Was hältst du davon? Willst du endlich das Wasser verlassen? Guck mal, ich gehe auch ganz hier hinten hin. Ich springe jetzt mit Anlauf ins Gesicht. Ich kann den auch nicht hier rüberschieben. Wenn ich den jetzt erschieße, dann ist der doch tot. Stampf dich ungespitzt in den Boden. Du musst dich schon ein bisschen... Ja. Aber vielleicht kriegt ihn ja so bewegt. Genau. Durch das Drehen und so vielleicht. Dass er nochmal runterrutscht, wisst ihr? Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt habe ich zwar selbst ein Problem, aber gut. So, das Wasser, das Holz schwimmt jetzt da. Das ist ja eine richtig geile Aktion hier. Und er steht nämlich auf das Holz drauf. Ja, jetzt, er schwimmt. Lass los. Ja. Ja, ich hab'n. Vielleicht raus. Ich glaube, ich hab'n gerettet. Was für ein Idiot, Alter. Echt mal. Nee, jetzt schwimmt der wieder zurück. Bist du doof oder was? Genau. Jetzt komm hierher. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Ich kann das jetzt abbauen? Und kann das nochmal versuchen, daran zu bauen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es zum Erfolg führen wird. Im Gegenteil, ich komme mir verarscht vor. Ich will doch bloß eben auf der Insel bauen können. Ein einziges Mal. Lass mal los hier. Ist ja mal. Junge, Junge, Junge. Hast du eh ein Kelvin im Team, Alter? Weiß ich nicht. Spaß ist anders. Was mache ich hier? Ich könnte jetzt so schön an der Hütte weiterbauen. Einfach den Dude ignorieren. Was mache ich? Ich versuche den Einzelnen hier rauszuziehen. Ey, das kannst du keiner erzählen. Stück für Stück. Nur weil er diese kleine Ecke nicht laufen kann. Ey, das ist so ein dummer, dummer Bug. Und warum drücke ich die ganze Zeit B? So. Zwar suche ich den ganzen, das ganze Spiel nochmal hier. Ja? Ganz normal. Ganze Sache normal. So rum. Also normal ist das nicht. Aber das Spiel wird ja so. So. Gut. Jetzt
versuche ich das da reinzuziehen. Und wenn es denn nicht funktioniert, tut, dann soll er von mir aus ersaufen. Das ist mir total jetzt eine Latte. Ich habe ganz andere Sachen zu tun. Oder hier mich um so einen Kelvin zu kümmern. Was gerade nicht so lukrativ ist für mich. Was das angeht. Einfach nur auf- und abreißen. Das ist doch... Mann, ey. Das habe ich mir heute nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, naja, gut, dann baust du da hin und dann ist er frei. Der will ja nicht frei sein, will der nicht. Hallo, Kelvin? Ah, jetzt. Jetzt komm hoch, du Hannes! So, jetzt werde ich das letzte Mal versuchen. Und dann soll er da unten verrecken, das ist mir egal. Folge mir. Du hast jetzt jede Möglichkeit, hier hochzukommen. Das ist eine Treppe. Wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann ist mir das egal. Dann ist der Pech ab. Siehst du, der steht schon wieder im Wasser. Sobald der im Wasser stehen tut, hat er, keine Ahnung, die Hosen voll oder keine Ahnung. Oh, da hinten ist, den habe ich ganz ignoriert. Es riecht nach neuer Haut. Da kümmert mich doch lieber um den Dude. Und mach den mal kurz weg. Das ist viel interessanter, als sich mit Kelvin zu beschäftigen. Na, warten Sie mal. Kruzifix, ich sage euch. Ist nur einer, wa? Wo ist Ellie hin? Ach, ich höre sie schon. Sie hat Spaß. Ich mach mal ihn auf Kreuz. Nee, Mädel, bleib mal hier. Renn mal nie weg. Ja gut, Ellie. Ich hätte es auch alleine geschafft. Kannst du nicht mal ihm hier da drüben so links, rechts und so. Wo ist der jetzt hin? Der steht immer noch im Wasser. Ja, wie gesagt. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Nee. So, ich esse jetzt erstmal was. Und dann machen wir Brückenplanung. So. Nahrung ist gut. Braucht der Kabi noch ein bisschen Wasser. Wo kriegt das her? Außensee. Ja, ja. Elli, deine Arbeit wird es sein, mir den Rücken frei zu halten. Ich muss ja hier halt alleine machen. Kelvin, der planscht ja lieber mit Wasser. Ich glaube, spätestens im Winter ist er wieder frei. Frei vom Verstand. Ich komme dir entgegen. Obwohl ich weiß, dass ich das nicht machen soll. Nein. Ich wollte nicht komplett ins Wasser rennen. Ich wollte eigentlich den so rausheben. Boah, zieht sich wohl die ganze Folge so durch. War ganz schön wässrig heute. Das Wasser zieht sich heute durch. Mir ausfriert ihr da unten den Arsch ab. Richtig schön. Hol dir eine Blasenentzündung. Ganz behalten. Nee, doch. Oh. Ach ja. Ist ja noch ein Stück Holz. Das habe ich gar nicht gesehen. Na, so was aber auch, Villa. Kannst du mal das Holz rausholen? Bist ja gerade im Wasser. Aha. War ein Witz von mir. Als ob du das könntest.
Und sie hat... Hä, Zwehe? Ich hab nur ihn gesehen. Da denke ich so an der Kante und den Holz hochhiefen. Wo sind denn jetzt schon mal hin? Habe ich es rausgehieft? Oder habe ich es bloß weggehieft? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das hier habe ich verloren. Mit dem Stamm. Hier ist kein Stamm. Der Stamm ist wohl zerborsten. An der schroffen Cliff. Cliff? Naja. Rein theoretisch müsste ich da alles, was da drin verbaut ist, müsste ich jetzt hier hinbauen, weil sonst... Keine Ahnung, nachher ist er komplett festjagen. Oder so. Ich glaube, das mache ich auch. Ich baue das jetzt, Alter. Scheiß auf ihn. Ja, er nimmt keine Rücksicht auf uns, also machen wir das auch nicht. Kelvin, du gehst gleich wieder schwimmen. Aber auch bloß, weil ich das Material brauche. Und ich gehe davon aus, dass er, wenn der Winter kommt, tut, dann bist du ein freier Mann. Oder so. Uns wird es weiterhelfen. Weiter als dir. Du, 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 du. Naja, dann ist es ja wenigstens doch nicht komplett umsonst. Es ist eine Erkenntnis. Und rein theoretisch müsste doch Ellie jetzt auch darüber kommen können, also wenn sie wollte. Aber wenn ich mit Kelvin ankicke, dann möchte ich das ja nicht. Nicht, dass sie sich daneben stellt. Das hat sie ja schon immer fertig gekriegt, wie gesagt. Ich bin sauer. Fuchs Teufelswelt. Es hat mir alles aufgehalten hier. Oh nein. Mann, du sollst runter. Ich kann nicht runtertauchen. Ich wollte gerade sagen, was soll denn bitte? Ich glaube, ich habe den nächsten in der Sauerstoffflasche. Aha. Die ich einsammeln kann. Hallo, Kelvin, na? Jetzt brauchst du auch nicht mehr rauskommen. Das andere Holz ist hier dazwischen. Habt ihr das nicht gesehen? Was war denn das eben? Ich glaube, der andere Stamm, der ist genauso da drüben. Der wird irgendwo in Mauer, in Dings drin sein. In Gestein. Ich habe ihn in Gestein. Guck mal, der steht jetzt da oben drauf. So in der Richtung KH. Seht, ich hab's geschafft. Du Scheiß hast du. Nix hast du. Muss hier alt erleben machen. Wie immer. So, abreißen. Abreißen. Jetzt kriegst du wieder nasse Füße. Du hast es nie anders verdient. So. Hey. Naja. Mit Flüssigkeit, Feuchtigkeit kenne ich mich ja heute aus. Ey, guck mal, der ist an Land. Der ist draußen. Der Penner ist endlich draußen.
Beweg dich. Noch ein Stück. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Holz? Hast du dir das überlegt? Willst du da jetzt endlich mal rauskommen? Na dann komm. Ich bin, glaube ich, noch nie so ganz sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob der wirklich da raus will. Ich glaube, Wasser gefällt ihm. Die Matschepampe. Siehst du, jetzt weiß ich, warum er das macht. Ellie hat sich doch immer die Beine so in ihr Schmatter, hab ich doch gesagt, wa? Er hat sich das abgekickt und will das jetzt auch machen. Hat so der einen Anschein. Ich glaube, das ist es. Ich hab dich durchschaut. Du Freak, du. Nein, nein, nein. Mann. Das war ja klar. Hab gedacht, ich hab's neu geschafft. La 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 la. La 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 la. Das ist der falsche La la la. Hallo, Kelvin. Du alter Flitzpieper. Warte mal, vielleicht jetzt. Ah, ja. Nee, das geht durch ihn durch. Das ist aber jetzt... Alter, hat der ein Kreuz gekriegt durch das Bäume schleppen und so. Wieder, das... Macht ihn hier auf Jack Norris oder was? Ich hab den Weg geschafft ohne dich. So. Muss ja mal gesagt werden. Gut. Da täte heißen, ich kann jetzt das Ding hier hochfahren und dann rüberziehen. Solange er nicht in der Lage ist, Holz zu schleppen. Es sollte rein theoretisch gehen, aber das ist bloß eine Theorie. Hahaha. Theorie und so. Gut, wenn der Weg weiter, breiter ist, dann ist breiter, ne? Also breiter ist schon mal cool. So, pass auf, jetzt werde ich das Ding in Wasser reinbumpfen. Weil ein Ast genau da oben hochknallt. Aber gut, selbst ist derjenige, ne? Der Dinge tun muss. Hallo. Rollen Sie weiter. Sie sollen weiterrollen. Ach, Handy ist auch wieder da. Die ist ja auch wieder da. Das Problem ist, wenn ich jedes Mal... Ich muss gegen das hier irgendwie... was übrig bleiben tut oder so, weil sonst fällt nämlich schon wieder das Holz runter. Es sei... Ich mache hier schon an der Seite hier immer so eine... Ach nee, mache ich nicht. Scheiß drauf. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das nicht so ranmache und dann zack, bumsen denn aber... Oh, zack, bums, wurde denn bloß noch bums? Hallo, Ellie. Kann schon mal Kelvin, geh mal rüber und mach mal einen Drehkreisel hier, so in Richtung seine Gesicht. Klatsch, 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 klatsch. Mal, gib mal, wenn ich das jetzt da, dann lässt er dort in Wasser reinfallen. Genau, das hab ich mir da gedacht. Das ist doch Muchtes, das. Und jedes Mal muss ich neu holen. Sollen hier so eine Fallschutz. In jedem Bau gibt es so einen Fallschutz. Lianen gepflastert, gepflastert. Zusammengeknüppelt und dann ist gut. Nichts mehr fällt im Wasser. So.
Nee, oder? Die. Alter, die sind ja nicht lebensfähig, sind die. Nicht ein Stück. Sag mal, schierst du oder was? Brauchst du eine Brille? Alter, ich hab hier eine Brücke gebaut und du bist. Oh, ich laufe erstmal auf die Brücke. Oh, shit, ich hab die Brücke verfehlt. Na, sowas aber auch. Das ist aber jetzt doof. Mann, du bist doof. Was siehst du, ich könnte ja eigentlich immer eins hier neben ansetzen, wenn ich weiß, dass hier so ein Glück ist und dann, naja, das hätte ich mal eher machen sollen. Hätte mir eher einfallen sollen, so rum. Nö, Elli, seh zu. Du hast dich selbst manövriert darin, also komm auch alleine raus, hast du vorher auch geschafft. Also, bist ja hier kein Kelvin. Siehst du, kann ich jetzt ihn rausnehmen und kann ihn darin hängen. Und schwupp, ist das schon wieder korrekt. Wir schaffen das alle alleine. Kälberlos. Schutzlos. Gegen Eddie. Aber gut. Da kommen Baumstämme. Ins Tal geholt. Ey, wie hast du das hier geschafft, Mädel? Jutmachung oder was? Hey, Vorsicht, da sind Stämme. Die mir aus der Hand gleiten. Der steht immer noch am Wasser. Der ist ganz dicht am Wasser gebaut, der Junge. Ja, ja. So, warten Sie mal. Ich wollte eigentlich die Rind schnipsen, aber gut. Die sind wohl unschnipsbar. Aber dafür, dass wir ein paar Sekunden, naja gut, vielleicht nicht so schnell. Ich wollte gerade sagen, dass wir eine Weile unterwegs waren, dass noch keine Bäume nachgewachsen sind, aber wir, so lange waren wir ja nicht unterwegs. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell. Das war eh nahezu Fülle, oder? Das habe ich mir gedacht. Hallo? Genau da sollst du drin. Da ihr habt ihr ja keine Diskussion. Jetzt habe ich das Ding hier aufgeschoben. Das macht überhaupt noch ja keinen Sinn, wa? Wenn jetzt da irgendeiner durchdrehen tut, dann ist das doch doof. Ich glaube, ich ziehe das Ding wieder runter. Und das ist noch nicht so gut, dass er hier da oben drauf stehen tut, weil das immer aus dem Wasser pulen ist auch doof. Oder generell aus dem Wasser pulen ist doof. Also alle da raus. Ich muss ja weiterbauen. Na gut, Leute. Ich gehe rüber abspeichern. Ich hoffe, dass der Dulli irgendwann mal rauskommt. Spätestens Winter. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Oh, der ist ja malant. Ob das was für den Winter denn bringt tut? Ey. Wasser, ja, dann wird hier gefroren. Aber jetzt hier am Land, das ist ja dann frei. Müssen wir mal schauen. Wenn nicht, dann muss ich nachschießen. Er bringt mir ja nichts. Naja gut, Leute. Ihr sagt, wenn es gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin raus. Tschüss.